Willkommen zurück bei Dead Rising 3. Es ist Metzel angesagt, Kung-Fu-Schuhe. Oh, die lassen wir an. Haben wir hier noch? Dann ziehe ich doch mal das Kung-Fu-Outfit. Goddammit. Das Kung-Fu-Outfit an. So, jetzt. Kung-Fu-Hose und Kung-Fu-T-Shirt. Oh. Dazu dieser pornöse Bart. Das passt. Ey, weg da. So, hier sind die Zen-Gärten. Nimm jetzt das Katana mal mit. Gucken wir mal. Der erste Psycho. In den Zen-Gärten ist es bestimmt ein Asiat. Weil Klischees kann Dead Rising immer erfüllen. Grasshopper. Did zombies get in? Are you okay? Sweet anger coursed through us. Natürlich. Is how universe tell us who target should be. Look, you know, just because you're talking all funny like that, it doesn't mean it's making any sense. Spirit of the universe has slaughtered my happiness, and so I must slaughter too. All who disrupt my garden of peace shall die. Okay. Oh God, you did this. These people were just looking for safety. You'd no right to kill them. Uh-oh. You shall perish like the others. You can give us no sign. On your face. What the shit? Ah, nein, geh doch weg. Falsche Richtung, Freundchen. Au. Ich hab nichts zu essen dabei. Oh, shit. Gibt dir irgendwo was zu essen? Wow. Ach du Scheiße. Ich will eigentlich noch nicht sterben, aber ein Besen, super. Au. Oh no. Oh no. Ich brauche was zu essen. Ah, die Musik, ey. Nimm dir Pillen. Wo ist er? Wo ist sie? Wo ist er? Oh, hä? Oh oh. Ah, das schmeißt er also wieder selber, okay. Oh shit. Das habe ich nicht kommen sehen. Laufen, laufen. Oh nein. Okay. Holy crap. Ich glaube, das geht nicht ohne Level Up. Beziehungsweise ich habe es am Anfang, glaube ich, ein bisschen gut gemeint. Kann ich das überspringen? Ja, sehr gut. Nein! Lauf doch weiter. Heilige Scheiße. Wo liegt die Shotgun? Oh,
Boah, wegspringen funktioniert nicht so gut. Oh. Okay. Au. Boah, nein, ich war zu langsam. Holy shit! Au. Nein, lass mich in Ruhe. Keine Zeit für euch. Okay, jetzt wird es ziemlich Zeit für die... Okay. Der ist wirklich wahnsinnig. Oh. Eine Handgun. Weg. Wo ist er denn? Boah. Nein! Wow. Oh, crap. Oh, taucht auf. Nein, mein Grim Reaper. Why have you forsaken me? Die Bosskämpfe sind immer ein bisschen blöd. Aber die Gegner an sich finde ich immer ziemlich witzig gemacht. Diese wahnsinnigen. My wife. Lives for a guy who sells the refrigerators. My kids grow up to be disrespectful brats. Now this? A goddamn zombie outbreak? Seriously? You serious? Screw you! You piece of crap! Die sterben auch immer auf spektakuläre Weise. Ja, nee, ist klar. Jupp, der hat sie hinter sich. So, ein Guandao, okay. Happy Good Mart Key, okay. So, ich spare noch auf das. Zornig. Ich hab noch Platz frei, so, Katana. Wo ist denn der Happy Good Day Mart? Hm. So. Geh weg da. Ja.
Terror. Hier ist irgendwo noch so ein blöder Lautsprecher. Und der ist auf der anderen Seite. Was haben wir denn noch so? Da, das Ding hier. Das ist nicht so geil. Und da wir immer nur poken kann. Und hier ist ein Safe House in der Nähe. Oh, da war ein Survivor. Happy. Springen, rennen, alle töten. Das ist gemein. Mal hoch da. Denn hier haben wir einen Blueprint. Chopper, okay. Nimm mal den da. Den da. Das schmeißen wir weg. Oh, wobei, das Katana ist gut, das nehme ich mit. Und den da will ich auch wieder mitnehmen, den Guan Dao. So, hier ist ein Safe House. Das machen wir sauber. Wow. Heilige Scheiße, geil. Krass. Boah, den Special Move, der finde ich mal noch rausfinden. Huch. Nicht rumnerven hier, ey. Irgendwas kreucht und fleucht hier noch. Ah, der da. Safe Sound clean. Na also. So, Klamotten. Kann man das Ding auch da rausholen? Das müsste ja theoretisch bei Super Combos sein. Okay, die können wir also nicht rausholen. Dann speichere ich nochmal. Gehe mich nochmal umziehen. Lederjacke ist nicht so geil. Want to do the job? This'll do. So. So richtig schön beknackt. Das Buch wollte ich noch gucken. Wo ist das? Ah, Books. PP Trails. Stunt Devil increases the damage inflicted with unarmed attacks. Okay. Dann können wir jetzt, glaube ich, Rhonda besuchen. Ist jetzt nicht weit. Scheiße. Here we go. Juhu. Das ist so bitter, wie sie zersäbelt. So, dann erstmal zurück zu Rhonda. Noch nicht ganz. Noch was essen. Nom nom nom. Hallo Rhonda. Ah. Da haben wir schon das Chapter 0 geschafft. Also in dem Fall würde ich sagen, der Prolog. Meanwhile,
chaotic continues within Los Perdidos. We are now going to a press conference that is happening right now with Secretary of Defense, former General John Hemlock, which is already in progress. Please stay with us. We've not yet confirmed the cause of the ongoing outbreak, but it was almost certainly initiated by the turning of an illegally infected, unchipped person. Let this tragedy be a reminder to all Americans. Zombrex chipping is the law. Los Perdidos has been quarantined for the safety of those both within and without until the president is located. The threat of contamination remains high. Therefore, in 6 days, once we are certain all survivors have been rescued, we will have no choice but to deploy a large incendiary bomb, destroying all organic life within the city limits. What the hell? I am freaking organic life right here! All civilians are urged to report to a military quarantine station for chipping and evacuation. A list of stations will follow shortly, I am told. Holy shit. Quarantine station to production bridge? Jesus. I mean, how the hell are we gonna get there? We can't walk and drive, it's not so safe either. We could fix up one of those. Or both. Reinforce one with the other? Combine them to make something stronger? Yeah, yeah, that's the same idea I had. Just run with it. See what you can do, kiddo. Okay. Die Stadt soll also bebombt werden und wir sollen jetzt schon die ersten... Oh, stopp. Stopp, stopp, stopp. Player. Haha. So. Noch mehr PP. So, die PP-Trails noch kurz durchgucken. Okay. So. Dann kombinieren wir das Fahrzeug. So, wie immer soll die Stadt vernichtet werden. Innerhalb von einem bestimmten Zeitrahmen. Das ist so das Übliche. Bei Dead Rising. Damn, honey. Holy moly. You could probably make more of these out on the road now that you know what you're doing. Ist noch nicht mein favorisiertes Fahrzeug, aber ist schon ein sehr geiler Anfang. Party Mode. Juhu. I should have done this ages ago. This is a hell of a machine, kiddo. Dann geben wir mal Gas. Let's get to that quarantine station quick. Jetzt können wir sie alle umhauen. Der PP-Zähler kann jetzt erstmal schön schalten. Nicht anders als erstmal reinzuholzen. Ups. Upsi. Ist auch nicht schlechter. 1000. Oh, hier habe ich echt schon 1000 Stück. Ab jetzt geht's ziemlich schnell. Keine Ahnung, ob ich richtig fahre. Kurz auf die Karte gucken. Nein, falsch rum. Irgendwie habe ich es mir schon gedacht. Na. Jetzt einmal da durch. War das hier runter?
geradeaus durch und auf die breite Straße her. Nicht doof. So. Oder? Jetzt. Oh, we have business. Ja, wird was geschützt. Schon ein bisschen mehr. Oh. Kurz auf die Karte gucken. Wir müssen sowieso rüber, also dadurch. Oh, ich hab schon 1000 Stück nur mit dem Ding hier umgehauen. Heilige Scheiße. Oh, den helfen wir. Und beide geholt, wunderbar. Ups. Haben sie aber, oh, jetzt hatten sie aber gerade Glück. Holy shit, Ball. Juhu, Hallöchen. Gegenseitig helfen auch. Okay. Oh, was zu essen brauche ich nicht, aber ich habe falsche Taste. Einen Punkt. More moves in your weapons don't break as much. It's win-win. Dann nehme ich den mal. Inventory mache ich später. Kommt jetzt erstmal noch nicht. Das Coole ist, dass man die Waffen noch alle werfen kann. Dann kann ich die hier irgendeinem von den Obstsala. Na? Kann ich den hier geben? Ja, okay. Oh no. So, ich hab noch Katana. Okay. Oh no, I am not seeing this. This is not happening. Eine abgesägte Shotgun. Hello? Oh. Der hat's auch schon hinter sich. I think it's safe to say things are a lot worse. Oh no, Psychos. Motorradpsychos. Die Wahnsinnigen. An die erinnere ich mich noch sehr gut.
10 Stück muss man sich holen. Ah, blöder Pylon im Weg. Rückwärtsgang hier. Kamera? No, runter da. Wow, shit. War ich nicht schnell genug? Nein, im Ernst? Ach, das bin ich uncool. Okay, der macht einen Rückwärtssalto auf seinem eigenen Motorrad. The big boss. Uh-oh. Oh yeah! You're dead now! Here comes the boss! Woo! Holy moly! Yeah! Das ist mein favorisiertes Fahrzeug. Calm down, man. Yeah. Party mode. Aber ja, die englischen Texte sind um einiges besser. Und definitiv nicht hölzern gesprochen. So, gibt's hier irgendwas? Holy. Und auf ihn. Wuhu! Na, spring doch. Scheiße. Spring doch, Molly. Was essen? Nimm den Molly. Ups. Damn it, come on.
reconsider this. Oh, nochmal. Yes. Oh. Ich hatte eigentlich noch Y gedrückt. Oh oh. Holy shit. Und auf Wiedersehen. Oh, oh, oh Nick! Oh my god, you saved us! Hey, what's wrong, Sugar? He's never killed anyone before. You know? Na, das stimmt nicht ganz. They're already dead, right? I killed a human being. Maybe there's something else I could have done. You had to do it. He would have killed us or worse. Nick, listen to me. We gotta get out of the city. It's escape or die. We gotta do. What we gotta do. Right. Escape or die. Let's go. Rollerhawk freigeschaltet. So, und weiter geht's aber erst in der nächsten Folge. Die war jetzt schon ein bisschen länger. Sorry und bis zum nächsten Mal. Ciao.